Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Game Dev Tycoon. Das letzte Mal habe ich uns aus der Bankrotterei rausgeholt und das Wort gibt es. Und arbeite gerade an der 3D Engine Plus. Und damit machen wir dann gleich ein neues Spiel. Gut. So, ich report erstmal alle Spiele hier. Alle Spiele. Oh Gott, ich habe ja wirklich das seit einiger Zeit nicht mehr gemacht. Egal. Bop, bop, bop. Und willkommen auf der G3, das Boom Boom RPG. Können Sie hier sehen? Ja, das können Sie. So, dann haben wir jetzt 100.000, 102.000 an unserem kleinen Stand. Das ist cool. Wir haben es nicht wieder in die Top 100 geschafft. Okay, die beiden müssen eigentlich auch bald in die Ferien gehen, wollte ich sagen. Und dann haben sie es sogar getan. Sie wollen wieder auf ihr Schäferstündchen, Martin und Tracy. Ja, ich weiß, was hier abgeht. Ich habe aber auch nie das Verbot ausgehangen, dass man Arbeits-, Geschäft-, Gedöns-, Beziehungen haben tun. Genauso, dass meine Angestellten keine Beziehung untereinander haben dürfen. Ja. So. Dance RPG. Ninja Simulation, Man 7. History, any Genre. Zombies, any Genre. Ah, jetzt brauche ich den. Die T. Wo ist die TS64 da? Ja, Lizenz gekauft. Dann jetzt bitte einmal ein Publishing Deal. So. Ach, ich habe History noch gar nicht researched. Ups. Du, 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 du. Naja. So, wir haben 44,3K Fans. Das ist doch wunderbar. Und Boom Boom RPG ist runter. Und Vena hat eine neue Konsole angekündigt. Und zwar die Dreamcast. Ja. Das ist die beste Konsole aller Zeiten. Ja. Und Online-Play. Wir alle wissen, was mit der Dreamcast passieren wird. Leider. Beziehungsweise, ich habe die Konsole nie benutzt und ich hatte auch die Konsole nie, aber bestimmt leider. Da, History, any Genre. Gut, History, was funktioniert auf History? Simulation, Strategy, das ist jetzt eine echt gute Frage. Was funktioniert auf History? Muss ich mal ganz kurz nachdenken, also, History, 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 History. Ich glaube doch Simulation oder Strategie. Strategie oder Simulation? Nämlich Strategie. So. Oder nein, nein. Scheiß auf Strategie. Nehmen wir Simulation. Simulationes. History Simulation. Ich kann so viele schlechte Witze darüber machen, das ist nicht mehr feierlich. Wie nenne ich es denn? Krieg der Ritter. Die Heilig. Ja, das. Verdammt!
Unholy War of Knights. Unholy War of Knights. Yep. Das ist sogar ein erstaunlich guter Titel, wenn ich das mal so zugeben darf. Nehmen wir einfach mal die 3D-Grafik. Ich habe 2D. Na! Start! So, warte, also Gameplay, Story Quest, Engine. Martin ist darauf, das sind dann 80%. Multiplayer. Eigentlich sollte ich, also, warte, Gameplay war. Gameplay ist doch was Technisches, oder? Oder ist es designtechnisch? Bin ich mir gar nicht sicher. Okay. Ich glaube, das ist was Designtechnisches. Brauche ich aber. Ich will den jetzt nicht ins Sand setzen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich setze einfach mal Martin drauf an und. Warte, Engine ist was Technisches. Jetzt habe ich Martin auf der Engine. Warte. So. Ich bin durch den Wind. So, Story Quest, so. So. Martin, Paul, John, das funktioniert so. Martin, Paul, John, ja. Und, warte, a friend of mine is ready for dinner, which aims to get more women. Sponsern wir einfach mal. Das gibt bestimmt Fans. Und gute Reviews und Frauen. Frauen, ganz besondere Frauen. So, also AI, Dialoge. AI ist wieder was Technisches. Dialoge sind was, warte, ich will Martin drauf ansetzen. Gott! Martin und Paul, ich verwechsel euch, tut mir leid. Martin. Nein, Paul kümmert sich um die Dialoge. Martin kümmert sich um die AI. John dann kümmert sich um das Level-Design. Gut. Das mache ich sehen, Vita, die approves. 147.000 kostet ihr mich im Monat, ihr blöd. Mist. Oh, das hat mir jetzt nicht mehr was gebracht. So, Grafik hoch, Sound ein bisschen was, World Design am allerwertesten. Machen wir mal eine Open World, bitteschön. Ich habe Martin wieder voll ausgelastet, ne? Warte, Tracy kann sich darum kümmern und ich kümmere mich um die Grafik. Und um das World Design kümmert sich dann Martin. Martin, nicht Tracy. Komm, ich lasse Tracy auch an dem World Design arbeiten. Ich bin mal so nett. Ich bin mal so frei. Ich habe so viele Research-Punkte. Okay, in 3 Monaten muss ich das Geld zurückzahlen. Wenn ich das nicht hinbekomme, bin ich auch bankrott. Gut. Damit müsste ich. New Topic, New Common, Good Management. Oh, John. Ah ne, John ist okay, wenn er ein Level up. Der wird ja nicht bezahlt, aber Tracy. Tracy. Minigames und. Nein! Die Mafiosi sind hinter mir her. Unholy War of Knights. Was musste ich erreichen? Eine 5? War es eine 5 oder eine 6, die ich erreichen musste?
hoffe, es war eine 5. Ansonsten bin ich jetzt sehr am allerwertesten. Puh. Alles in Ordnung. Und ich habe die Bank jetzt auch erstmal zufriedengestellt. Gut. Achievements kann ich nun erst searchen. Life in Gameplay Simulator. Gut. Wir müssen jetzt aber, damit ich nicht bankrott gehe und ihr damit arbeitslos werdet, ein Racing Simulation Game auf. Nein, der PC ist nicht so gut für junge Menschen, das ist das Problem. Auf dem Gambling? Was für ein Marktanteil sind noch 17, ja, es rechtfertigt es minimal. Minimal, aber auch nur. Wobei, ich hatte doch ein Racing, ist mir egal. Speed. Reicher. Next. Start. Gameplay Engine. Story. Passt so. Bank, jetzt nimm bitte das Geld an dich. Bank, nimm bitte das Geld an dich. Danke. Was? Das heißt, wir sind jetzt wieder in der Gefahr, bankrott zu gehen. Woo! Ich habe uns nicht rausgerettet. Verdammt! So, dann einmal die Bugs rausbügeln, bitte. So. Speed Ratio Plus. Bringen ein bisschen Geld ein. Wir developieren aber erstmal direkt ein neues Spiel. Wir machen nämlich jetzt ein Major Military Action Game für den PC mit 3D Engine Plus. Kampf der Bananas. Next. Start Development. So. Oh, Gameplay fühlt sich ein bisschen angepinkelt. Tut mir leid. Plus is mal. Warte, we will give you to recover your cost and expect to be paid at the full amount. Plus is mal. In 2 Monaten. Ich glaube, das kriege ich in 2 Monaten nicht zusammen. Nicht, wenn jetzt Speed Racer ein Flop wird. 2 Monate. Hätte besser sein können. Ja, mach du doch mein Spiel in Form, Gamer. Langsam ist wirklich böse für mich. Und dabei habe ich noch 30 Jahre vor mir. E-Level Design. Diese verdammten Mafiosis. Die wollen mir aber auch immer das letzte Hemd aus der Tasche ziehen. Grafik, Sound. Nope, tut mir leid, ich kann diesmal nicht dran teilnehmen. Nein, Bug, fuck! Das hat sich gereimt, aber das ist gerade so super schlecht. Für meine momentane Situation. Nun, dann sag ich mal, danke, dass ihr diesem sinkenden Schiff beigewohnt habt. Es war mir eine Ehre für euch, dieses LP zu machen, denn höchstwahrscheinlich gehe ich jetzt kaputt. Hm,
Closure. Two months time. Das kriege ich doch nicht hin in 2 Monaten. Wie soll ich das in 2 Monaten hinbekommen? Nein, jetzt geh mir bitte nicht auf die Nerven. Ich stehe gerade unter Strom. Sci-Fi RPG hatte ich schon so oft. History, Dungeon, Sports, Prison, Wild West Hunting. Hunting Simulation. Simulation, everyone. Simulation, action. Walhuhn. Warte, da muss ich ja auch akkurat bleiben. Gamergy, das ist ja eine meiner ersteren Spiele gewesen. Call of Juarez, Pong, EP, Walhuhn. Doch, war Walhuhn. Develop New Game. Hunting, Simulation, PC. Walhuhn 2. Ich krieg hier gerade so richtig so Schweißausbrüche, so. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und Dreamverse von Wiener wurde released. So, Gameplay ist total wichtig. Engineer weniger. Start. Hypu. Level Design AI. Hypu. Grafik, Sound. Hypu. Ich häng grad voll minus. Okay, in einem Jahr kriege ich das vermutlich hin. In einem Jahr kann das sogar gut kommen. Okay. Paul Reed, du bist so blöd. Ich hatte das Problem im ersten Playthrough nicht. Erstaunlicherweise. Beautiful. Enjoyable. Nice experience. I like it. Okay. Damit habe ich schon mal ein bisschen Puffer wieder. Publishing Deal. Dance Simulation, Zombie Simulation, Fantasy, any genre. Ich habe leider kein Fantasy. Ich kann Fantasy fort. Oh mein Gott, ich bin so gerettet. Was? Das war gehypt. Das Spiel war gut. Okay, Vena Oasis is no longer supported. Komm, mach eine Paul Reed. Mach eine. Ich kann mir jetzt... Mehr Fans oder Geld? Komm, mehr Fans. Okay, Publishing Deal. Accept Contract. Fantasy RPG. Xarion 1. Das wird was. Raus aus der Misere!
Hoffentlich. Engine Design, egal. Du kriegst ein Safe Game. Also Engine darf Martin Barry machen. Paul Reed ist für Story und Quest zuständig. Ich mache das Gameplay. Start. Okay, Dialoge. AI weg, Level Design. Paul Reed macht die Dialoge. Ich mach das Level Design. Du machst das. Dialog Tree. Fuck! Okay. Hab's nicht geschafft. War dann doch zu viel. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, ob ich das LP hier beenden will. Komplett. Ich glaube aber, wir sehen uns wieder, wenn ich in Jahr 14, Monat 12, beziehungsweise wenn ich so Jahr 14 oder so wieder bin. Denn ich spiele das jetzt nach. Ich habe jetzt... ich habe halt es nicht geschafft, bla, ist ja das Spiel und so weiter. Und dann machen wir ab dem Punkt weiter, wo ich euch das wieder zeige. Ja, danke. Ich hoffe, das LP hat euch soweit gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Game Dev Tycoon. Bis dann und tschüss.